Conny, komm, hier geht's links. Hier immer hinterher, hier rein, komm. Au, oh, pass auf, Dietrich. Stoß dir nicht in den Kopf. Man könnte fast glauben, hier haben die Lilliputaner gewohnt. Nee, nee, Franz, das war früher so. Genauso wie auf meinem Opa seinen Hof. Oh, guck mal. Was ist denn das da für ein Rembrandt, oder? Und das weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. Ist der Schrank echt? Also um und bei 200 Jahre alt. Also 100. Na ja, ich mag dann, glaube ich, doch grundsätzlich nur die Hälfte. Die Möbel hier sind noch das Beste an Haus und Hof. Alles andere kannst du vergessen. Mensch, Didi, wenn ich du wäre, ich möchte diesen alten Schuppen nicht mal geschenkt haben. Ja, will ich das denn? Hast du denn nicht gesehen, in was für einem jämmerlichen Zustand das Haus ist? Ey, komm mal mit raus, ich zeig dir mal was. Ja, geh mal schon voraus, ich komm gleich. Schön. Wunderbar. Ja? Komm mal auf, Didi. Ach, da bist du. Ja. Na? Na, guck mal! Ja. Da oben! Das Reetdach! Da musst du Tausende! Oh, was sage ich? Tausende! Zehntausende musst du da reinstecken, wenn das wieder nach ein bisschen was raussehen soll. Ja und? Das ist der Anfang. Du hast kein Warmwasser, kein Telefon, keine Heizung. Du hast kein Badezimmer. Nicht mal einen Lokus hast du. Das hab ich da hinten gesehen. Was? Du meinst doch nicht etwa das alte Plumpsklo da hinten auf dem Hof? Genau das. Was? Du, Dietrich Poppe? Generaldirektor Dietrich Poppe, du willst dich auf dem Plumpsklo setzen? Mit Vergnügen, Franz. Mit Vergnügen. Schön. Ach ja. Weißt du, Franz, wenn ich früher so auf Opas Plumpsklo saß und guckte so über die Wiesen und Felder, weißt du, diese Sitzung werde ich mein Leben nicht vergessen. In solchen Augenblicken spürt ein Mensch, dass er selbst ein Stück Natur noch ist. Aber das begreifst du nicht. Nee, das begreife ich nicht. Beim Plumpsklo hört für mich die Romantik auf. Sieh mal, Didi. Dass du dir einen Hof auf dem Land kaufen willst, da ist ja nichts gegen zu sagen. Das tun andere Leute auch, die das nötige Kleingeld haben. Aber muss das denn ausgerechnet diese vergammelte Karte hier sein? Nun guck doch mal hier, was ich hier sonst noch für schöne Objekte habe. Mal hier. Da. Springt wohl nicht genug für dich bei raus, was? Da habe ich überhaupt noch nicht an gedacht. Ah, nee. Gibt es sowas auch, einen Makler, der nicht an seine Provision denkt? Didi, wenn ich dir davon abrate, diesen Hof zu kaufen, ne, dann tue ich das als dein Freund. Na schön, dann will ich dir auch was sagen, von Freund zu Freund. Dieser Hof ist genau das, was ich gesucht habe. Und darum will ich ihn haben. Aber Didi, ein Mensch wie du, der kann doch nicht ganz ohne Komfort auskommen. Komfort, was brauche ich denn Komfort? Ich will hier leben. Aha. Leben, verstehst du? Nee. Das setze ich mal erstmal hin. Weißt du, Franz, als ich noch der kleine Bäcker und Konditormeister war und morgens um 3 schon in der Backstube stand, da habe ich so bei mir gedacht, weißt du, jetzt klotzt du erstmal tüchtig ran, so 15, 20 Jahre. Und wenn der Laden dann von selber läuft, dann lässt du das Sinnige angehen, dann fängst du an zu leben. Hört sich gut an, was? Ja, da hätte man Ursegen. Weißt du, wenn der Mensch erstmal den Fuß auf die Erfolgsleiter gesetzt hat, dann ist er nicht mehr zu bremsen. Dann muss er höher rauf. Immer höher, immer höher. Und bei der ganzen Kletterei vergisst er ganz zu leben. Machst du es glauben oder nicht? Ich habe nun 60 Jahre auf dem Puckel, aber wenn ich von meiner Kinderzeit mal absehe, gelebt habe ich bis heute noch nicht. Und das soll nun losgehen? Ja. Hier? Ja. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann willst du ja also ab und an so eine Art Alternativurlaub machen. Franz, wenn ich dir sage, ich will hier leben, meine ich natürlich für immer. Oh, das ist nicht dein Ernst. Doch. Ich will endlich das tun, wovon ich die ganzen Jahre geträumt habe. Und deine Frau, was sagt die dazu? Erika, die wird sich da schon mit abfinden, wenn sie spitz kriegt, dass ich ihr die Villa und 3 unserer Apartments überschrieben habe. Ja, aber die Firma, Didi, was wird aus der Firma? Ich hab doch einen Sohn. Ein paar Jahre später hat Hans-Heinrich sowieso das Kommando übernehmen müssen. Didi, ich kann mir nicht helfen. Einfach alles stehen und liegen zu lassen, was du dir in 30 Jahren aufgebaut hast, das nehme ich dir nicht ab. Dann lässt du das bleiben. Wo ist der Vertrag? Ich kaufe den Hof mit allem, was dazugehört. Na ja, du, da bringst mich auch was. Hm? Didi, ja? Du weißt noch nicht alles. Ich weiß, was ich weiß. Alles andere interessiert mich. Wo soll ich da unterschreiben? Da, da und da. Ja, ja. Ja, willst du den Vertrag, den ich jetzt durchlesen? Das hast du doch schon getan, oder? Ja, gewiss doch. Aber das ist ja alles in Butter. Wo hast du gesagt? Da, ne? Ja, ja. Mal, leg mal. Da. Ja. Und noch ein zweiter. Ja, 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 ja. So, alles andere bringst du in Ordnung, klar? So, Franz, in dieser Minute fängt für mich das Leben an. Ach, ein wunderbares Gefühl. Dietrich,
Jetzt muss ich dir noch was sagen. Als dein Freund. Psst. Was ist? Ich höre nichts. Ja, das meine ich doch. Diese Ruhe hier, ist das nicht herrlich? Kommt dir das nicht auch so vor, als dass man diese Ruhe fast mit den Händen greifen könnte? Schlappkohl. Darf ich vorstellen? Herr Generaldirektor Poppe, Frau Schlappkohl. Herr Poppe ist Süßwarenfabrikant. Ich war es. Was? Das war ich mal. Ja. Spezialität Negerküsse. Sie haben gewiss auch schon mal einen von Herrn Poppes Negerküssen gegessen. Nee, mögen Sie keine Negerküsse? Auf jeden Fall, Herr Poppe, der hat sich den Hof hier angesehen. Tja, wie es scheint, will er ihn kaufen. Ich habe ihn gekauft. Didi. Du brauchst ja vertraglich notariell, glaube ich. Eine Sache, ich habe dir für alles Vollmacht gegeben, aber darf ich vielleicht mal wissen, was diese Dame hier zu suchen hat? Ja, also, das ist so, nicht Frau Schlappkohl. Kann sie nicht sprechen? Oh doch. Als ich das letzte Mal hier war, da haben wir uns unterhalten. Nicht hier, Frau Schlappkohl, wir haben uns fein unterhalten. Haben Sie sich erkältet? Sind Sie heiser? Das muss irgendwas mit dem Wecker zu tun haben. Also nun mal Schluss mit dem Theater, ja? Entweder sagen Sie mir nur, was Sie hier zu suchen haben, oder ich setze Sie eigenhändig vor die Tür. Jawohl, und was diesen, wie heißt denn das Dings noch? Was? Ich verstehe kein Wort. Das ist ein Dudelsack, Dudi. Das ist ein Dudelsack, Didi. Von mir aus können Sie auf dem Ding rumdudeln, so viel Sie wollen. Aber nicht in meinem Haus, ist das klar. Oh. So, wir mal eine schöne Reihe nach. Erstens, da sitzt schon jemand im Sessel. Und zwar der Bauer Hinrichsen höchstpersönlich. Also Stigi, will ich's auf, ja? Nee, sehen kann sie nicht. Der Bauer ist vor 8 Jahren gestorben. Du sitzt da als Geist. Und Geister sind für dich unsichtbar. Ne? Aber auch Geister haben das nicht so gern, wenn du dich auf den Schoß setzt mit deinem breiten Achterstehen. So, zweitens. Gerade eben ist mein Tag des Schweigens zu Ende gegangen. Jede Woche habe ich meinen Tag des Schweigens. Vom Montag um 11 bis Dienstags um 11. Schweigen ist die Diät für die Seele, meine Herren. Auch die Seele braucht ihre Entschlackungskur, wenn sie gesund und munter bleiben will. Das hat Roderick gesagt. Drittens, du willst wissen, was ich hier zu suchen habe. Tja, Herr Generaldirektor, ich war schon hier, da hast du noch als Lehrjunge in der Backstube gestanden. Ja. Ich habe mein Leben lang gearbeitet und will auch gerne den Rest verbringen. Und nun last not least, der Dudelsack. Ja, den habe ich geschenkt gekriegt. Von Roderick McIntosh aus Aberdeen in Schottland. Roderick war als Soldat hier und als er wieder zurück musste nach Schottland, da hat er mir seinen Dudelsack hier gelassen und hat er zu mir gesagt, ich soll da jeden Tag aufs Spiel. Zum Andenken an die schönen Stunden, die wir zusammen verlebt haben. Und das habe ich getan. 40 Jahre lang, Tag für Tag. Und dabei bleib ich. Dabei bleib ich, bis mir eines Tages die Puste ausgeht. Was war das denn eben? Ja, Didi, ich wollte das ja sagen, nicht? Also, hier, in dem Vertrag, nicht? Da steht groß und breit drin. Was steht in dem Vertrag? Ja, also, Frau Schlappkohl, die... Ja, also, kurz und gut,
Sie hat hier Wohnrecht. Was hat sie? Wohnrecht auf Lebenszeit. Hier in diesem Haus? Ja, der alte Bauer Hinrichsen hat das in seinem Testament verfügte. Da. Zum Dank für treue Dienste. Das geht mich das an, was andere Leute in ihrem Testament verfügen. Nee, nee, alter Freund, daraus wird nichts. Ich will diesen Hof für mich allein haben. Diese verrückte Person soll sehen, wo sie abbleibt. Ist das klar? Ja, Didi, also in diesem Punkt, da lässt die Erbengemeinschaft nicht mit sich handeln. Wird auch erzählt, der alte Bauer, der soll noch einen anderen Grund gehabt haben, Frau Schlappkohl in seinem Testament zu bedenken. Sie hat nämlich einen Sohn. Und der soll den alten Hinrichsen ähnlich sehen wie ein Ei dem anderen. Ja, verstehst du? Das ist ein Ei. Also entweder kaufst du den Hof inklusive Wohnrecht von Frau Schlappkohl oder du kriegst ihn überhaupt nicht. Mensch, Franz, das ist ein Ding. Ja. Was denn nun, ne? Blödsinn, so. Ich hab doch schon unterschrieben. Solange ich noch nicht beim Notar war, kannst du noch zurück, Didi. Sag mal, wovon lebt sie eigentlich, diese Frau? Ja, das frage ich mich auch. Als ich das letzte Mal hier war, da hat sie mir die Ohren voll gejammert, wie schlecht ihr das geht. Und dass ich ihr aus schier Mitleid ein Dutzend Eier abkaufen wollte, da hat sie mir die geschenkt. Mensch, du, das ist die Lösung. Wenn du ihr Eier abkaufst. Schied ob die Eier, das Wohnrecht kaufe ich ihr ab. Ach so. Ja, was meinst du, was sie für Augen machen wird, wenn ich ihr ein paar Tausend auf den Tisch blättere? Weißt du was, ich fahre jetzt mit dir in die Stadt, hol von der Bank ein bisschen Geld und du machst beim Notar alles perfekt. Komm, das besprechen wir unterwegs. Moin. 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 Junge, 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 ist das ein Wind, ne? Ich weiß nicht, warum das so ist, aber jeden Morgen, wenn ich hier rausfahre, habe ich diesen Wind von vorn. Ist ein asiges Trambelei. Geht es der Bundespost denn so schlecht, dass die Briefträger mit dem Rad fahren müssen? Nee, 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 das hat andere Gründe. Vor 3 Jahren bin ich meinen Führerschein losgeworden. Wegen der dösigen Prozente. Sie meinen Promille? Nee, nee, Prozente. Als der Doktor mir das Blut abgezapft hat, hat er zu mir gesagt, das wäre ein medizinisches Wunder, dass ich bei so viel Prozenten überhaupt noch am Leben wäre. Na ja. Radfahren soll ja auch viel gesünder sein, ne? Und umweltfreundlicher ist das auch, sagt Charlotte. Ist sie nicht zu Hause? Ja, also wenn Sie Frau Schlappkohl meinen, die ist in Ihrer Wohnung, die nun kommt. Ja, ja. Kriegt Frau Schlappkohl denn so viel Post, dass Sie hier jeden Morgen rauskommen müssen? Charlotte? Ja, ja, ist verschieden, ne? Ja, mal mehr, mal weniger. Überhaupt mehr darf ich gar nicht sagen. Postgeheimnis, verstehen Sie? Alles klar. Ja, dann? Ja, ja, ich komme ja. Ja, 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 ja. Charlotte! Ja, klein, Augenblick! Ja? Nee, ich vergesse, mein Name ist Poppe. Dietrich Poppe. Angenehm. Heuer. Max Heuer. Es kann ja sein, dass Sie für mich auch mal Post dabei haben. Ja, wo wohnen Sie denn? Hier. Tschüss. 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 Hier. Charlotte, ich bin das. Max. Ja, komm doch noch. Moin, Charlotte. Moin, moin. Charlotte. Charlotte, hier war eben so ein Mann. Und der hat gesagt, der wohnt hier. Ja, wenn er das sagt, wer ist wohl so still? Ist nicht hin. Aber sag mal, warum kommst du denn nur erst? Och, ich hab einen Platten gehabt. Ha? Und denn dieser dösige Wind, immer von vorn. Das hält dich fit, Max. Seitdem du da auf dem Rad unterwegs bist, siehst du Tag 5 Jahre jünger aus. Das will ich aber gar nicht. Nicht? Nö, mir lang, dass du mich andauernd abwimmelst, wegen der paar Jahre, die ich wirklich jünger bin als du. Na, hab ich dich schon mal abgewimmelt, Max? Schon 110 Mal, wenn du das genau wissen willst. Was? Hier, ich habe mir eine Strichliste angelegt. Aber ich bin ja nun mal zu alt für dich. Da beißt keine Maus in Faden ab. Ne? Das ist das 111. Mal. 111 ist eine Schnapszahl. Komm, kurz weg. So. Mhm. Und mach die Augen zu. Ja, so. Reklame, Reklame, Reklame. Sag mal, warum schmeißt ihr eure Reklame? Schiebt denn nicht gleich auf den Müll? Aber hier. Fräulein Albertine Lamp. Kein Absender drauf. Das hat ein Mann geschrieben, das war klar. Sollte das Fräulein Albertine ihm ihre 3 Göhren verschwiegen haben. Na, mal sehen. Was ist denn noch? Ach, hier, hier. Herr Bürgermeister Hermann Schneeklut. Hermann, Hermann, das kostet dich eine Meckwurst. Naja, vieles von doch nicht dabei, aber Lütfi macht auch Mist. So, Max. Nee, 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 ich sehe nichts und ich höre nichts, Charlotte. Max, ich gehe mal in die Küche. Der Wasserkessel dampft schon.
macht der Mensch nicht alles aus lauter Liebe? Mensch, Mensch, Mensch. Mensch ist Mensch und Beamter ist Beamter. So weit, so gut. Aber wenn der Mensch den Beamten in die Quere kommt und am Ende sogar die Oberhand kriegt, armes Vaterland, kann ich da bloß sagen. Wenn der Staat sich nicht mal mehr auf seine Beamten verlassen kann, das ist der Anfang vom Ende. Charlotte, Charlotte, was hast du bloß aus mir gemacht? Charlotte! Ja? Du kannst besuchen! Ach, wer ist es denn? Albertine Lamp! Schnell, gib den Brief her! Wieso ist der so noch nicht trocken? Egal, her damit! Aber ganz langsam, ganz langsam. Nicht, wenn er nicht trocken ist, kann ich ihn nicht wieder zubacken. Und gelesen habe ich ihn auch noch nicht. Also halt Sie ein bisschen den Schnack auf. Wenn Sie mich nur fragt, ob ich Post für Sie habe. Der beruft sich auf das Postgesetz, Artikel 2 Absatz 5. Artikel 2 Absatz 5. Den kenne ich nicht. Na, Tine doch auch nicht, oder? Kannst sagen, was du willst, Max. Die ist dir über. Immer rein in die gute Stube. Moin. Ah, du bist das, Tine. Andere Leute warten auf ihre Post und du sitzt hier rum und kippst sie einen hinter die Binde. Willst einen, Tine? Nee, du sollst das Saufen auch lieber nachlassen. Denk an deine Leber. Ja. Charlotte! Wegen meiner Leber macht dir man keine Sorgen, Tine. Als ich zuletzt beim TÜV war. Zum TÜV, du? Naja, ich meine, als ich mich auf Herz und Nieren hab untersuchen lassen, ne? Ach so. Da hat der Doktor noch zu mir gesagt, Herr Heuer, hat er gesagt, Ihre Leber möchte ich haben. Die ist so kerngesund, dass sie sie glatt um 10 Jahre überleben könnte. Der Doktor hatte wohl auch einen Tee, als er dich untersucht hat, was? Ist Charlotte denn nicht da? Nee. Doch, ja. Also da ist sie, aber sie ist momentan nicht bei sich. Nicht bei sich? Nee, sie schwebt in höheren Regionen. Ach so. Wo schwebt sie? Sie schnappt mir den Geistern. Am helllichten Vormittag. Tine, hat auch mit der Tageszeit nichts zu kriegen. Guck mal, so ein Geist, nicht? Der hat auch nichts anderes zu tun, als unsichtbar in der Gegend rumzuzutschen. Was meinst du, wie der sich freut, wenn der mal Menschen begegnet, mit denen er ein bisschen klönen kann? Wie lange schwebt sie denn noch? Ja, das kommt ganz drauf an, ne? Kommt drauf an, mit wem sie gerade redet. Ja, das gibt Geister, sagt Charlotte, die hören überhaupt nicht wieder auf. Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass die Geister mit Charlotte reden und mit uns nicht? Ja. Da muss man so eine Antenne für haben. Charlotte hat die. Nicht bei ihr in der Familie. Ihre Oma soll ja auf die Stunde genau vorausgesagt haben, wann Kaiser Wilhelm den Löffel abgibt. Charlottes Mutter konnte das auch. Die hat schon vor 15 Jahren zu mir gesagt, die Männer sind einer wie der andere. Die wollen bloß ihren Spaß haben und du sitzt dann damit an. Und sie hat recht gehabt. Wenn ich an meine 3 Jungs denke und muss da ganz alleine mit fertig werden. Sag mal, Tine, dieser Versicherungsvertreter, mit dem warst du doch schon so gut wie verlobt. Verlobt? Wir haben sogar die Hochzeit festgesetzt, Sigi und ich. Aber seitdem ich bei ihm eine Lebensversicherung abgeschlossen hat, hat er nichts mehr von sich hören lassen. Komm, 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 Tine. Wir Mannsleute werden immer schlechter gemacht, als wir sind. Guck mal, ich würde ja Charlotte sofort heiraten, wenn sie mich mal wollte. Ja, und denk an den alten Bauer Henrichsen. Der hat dafür gesorgt, dass Charlotte hier bis an ihr Lebensende wohnen bleiben kann. Bloß weil er ihr... Na ja, die Geschichte kennst du ja. Ich kenne noch eine andere Geschichte, Max. So? Ich muss an den Dudelsack denken. Schluderkram ist das. Glaubst du, der alte Bauer hätte ihr hier Wohnrecht auf Lebenszeit zugesagt, wenn er nicht ganz genau gewusst hätte, dass Erich sein Sohn ist? Na, mir soll das egal sein. Aber guck mal, wenn du absolut heiraten willst, was das Alter angeht, passen wir zwei doch viel besser zusammen. Und wenn ich mich so ein bisschen zurecht mache? Nix für Ungutine, aber wir beide... Ja, ja, ich weiß, ich bin keine gute Partie. 3 Kinder und das 4. ist schon... Was ist mit dem 4., Tine? Nix, gar nix. Hat er dir nicht bloß eine Lebensversicherung angedreht? Dein Vertreter. Was denkst du von mir? Ich bin eine anständige Frau. Aber so ist das.
wurscht ist. Wir werden das lieben lang aufs Butterbrot geschmiert. Ihr verdammten Müller. Ja, Tine, hast ja recht. Aber du hör mit der dösigen Blaserei auf. Das macht dich nicht hübscher. Guck mir doch ab. Du bist kein bisschen besser als die anderen Kerle. Bild dir aber bloß nicht ein, dass ich wirklich daran gedacht habe, dich zu heiraten. Ist das wahr, Tine? Mir bricht das Herz. Tut mir leid, Max. Ja, willst ein? Nee, ich hol dir ein Glas. Nicht nötig. Für den dreifachen Vater sollst du mir auch zu viel. Noch bei den drei Bambusen hätte ich auch dreifachen Grund. Sagtest du was? Nee, ich hab bloß laut gedacht. Sag mal, hast du einen Brief für mich? Ein Brief für dich? Wie kommt's denn darauf? Dumme Frage, bist du ja der Postbüttel oder nicht? Ja, gewiss bin ich das, aber... Was aber, ja oder nein? Ja, also um die Wahrheit zu sagen, einen Brief für dich habe ich, aber geben kann ich ihn dir leider nicht. Warum denn nicht? Artikel 2 Absatz 5. Nach Artikel 2 Absatz 5 vom Postgesetz darf ich dir den Brief bloß persönlich übergeben. Ja, dann tu das doch, ich bin doch hier. Ja, du bist hier, aber du bist hier nicht zu Hause. Und? Artikel 2 Absatz 5. Nach Artikel 2 Absatz 5 vom Postgesetz dürfen Briefe sowie andere Postsachen nur im persönlichen Bereich des Empfängers bzw. im persönlichen Bereich des Empfängers angebrachten Briefkästen abgelegt werden. Aha, das ist wohl neu, wa? Nee. Doch, ja, neu ist das. Sozusagen noch druckfrisch. Und als Beamter muss ich mich da natürlich dran halten. Ach was, ich warte schon seit 4 Wochen auf diesen Brief. Darf ich ihn wenigstens mal sehen? Tut mir leid, Tine, das ist gegen die Vorschriften. Ich muss mal auf den Absender gucken. Tine, nee, das ist verboten. Ach komm, Max, nun stell dich nicht so an. Braucht ja keiner zu wissen. Tine! Charlotte! Haben Sie dir was Neues erzählt? Ja. Ach, du meinst die Geister. Ja. Ja, das sieht böse aus. Sieht böse aus. Für mich? Wir haben heute Morgen über die Weltlage gesprochen. Wenn ihr wüsstet. Was liegt an, Tine? Charlotte, ich sitze böse in der Klemme. Was, schon wieder? Ja, und darum wollte ich dich fragen, so, was gammelst du hier eigentlich rum? Die Leute wollen ihre Post haben, also sieh zu, dass du Land gewinnst. Na, muss ich doch nicht so amblaffen, Tine. Max ist Beamter und Beamte sind sensibel. Ne? Ich hab noch was mit ihm zu besprechen, wegen der Weltlage, ne? Also, was willst du mich fragen, Tine? Na, was die Zukunft so für mich in petto hält. Was willst du anlegen? Ich hab noch 8,60 Mark. Aber da muss ich noch Spaghetti und Ketchup von kaufen. Meine Jungs sind ganz wild auf Spaghetti. Wenn ich dir 5 Mark gebe. Naja, gib hier. Ich hab heute meinen sozialen Tag. Max, bist du so gut? Wir sind bereit. Ja. Siehst du was, Charlotte? Sie muss sich konzentrieren. Ich sehe einen Mann. Ist viel unterwegs. Heute hier, morgen da. Sieht ganz gut aus. Hat Schlacht bei den Frauen. Das ist Siegel, jawohl, das ist er. Sei doch mal still. Hat Schlacht bei den Frauen. Nur wird er undeutlich. Er verschwimmt. Nur ist er weg.
Tine, du siehst ihn nicht wieder. Oh Gott! Na, der Mann ist gar nicht wert, dass du nur eine Träne um ihn vergießt. Der Kerl, der taucht nichts, das ist ein Aufschneider, ein Glattschnacker. Nutzt die Frauen aus und lässt sie denn sitzen. Kurz und gut, du kannst froh sein, dass ich ihn losbiss. Ja, aber... Soll ich weitermachen? Okay, dann halt deinen Sattel. Hast du den Kinderwagen noch, den ich dir mal geschenkt hab? Warum? Ja, sieht ganz danach aus, als wenn du wieder brauchen wärst. Bist du sicher, Charlotte? Du nicht? Dann schick doch! Sieht ganz danach aus, als wenn du ihn wieder brauchen wärst. Was soll ich denn nun machen? Ich weiß doch nie mal, wie ich die anderen drei Göhren satt kriegen soll. Ich geh ins Wasser! Nee, das tust du nicht. Wer sagt das? Hier, in deiner Zukunft kommt Wasser nicht vor. Dann häng ich mich auf! Kann ich dir auch keine Hoffnung machen. Und was wäre das? Jung oder der? Was du nicht alles wissen willst für 5 Mark. Sag doch mal, Charlotte! Ein Mädchen. Oh, Charlotte! Nach 3 Jungs endlich ein Mädchen, das wär ja. Ein Mädchen ist ja auch viel leichter zu bändigen als ein Junge, ne? Na, warte mal, erst mal abziehen. Weißt du, wie es heißen soll? Na? Charlotte, so wie du. Aha, das heißt, dass ich mal wieder Patentante spielen muss, was? Machst das, Charlotte? Das ist auch das allerletzte Mal, ne? Kann mir doch auch kein Geld aus den Rippen schneiden. Für all die Geburtstagsgeschenke und was deine Gehirn sonst noch brauchen, ne? Charlotte, du bist ein Prachtkerl. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Na, ist ja gut. Mach mal, dass du nach Haus kommst. Sonst stellen deine 3 Rabauken noch die ganze Bude auf den Kopf. Ach, und hier. Die 5 Mark, die wir halten. Da kauft man Tomaten und Hackfleisch von oder was da sonst noch zugehört. Sonst schmeckt dein Spaghetti immer nicht nur immer, nicht nur eher. So. Aber das kann ich doch nicht annehmen. Du musst doch von irgendwas auch leben. Zum Glück habe ich ja noch andere Kunden, die ein bisschen mehr in die Milch zu krümeln haben wie du. Wenn alle Menschen so wären wie du, Charlotte, dann sähe das besser aus in dieser Welt. Ja, bin ich gar nicht so sicher, Tine. Der liebe Gott hat sich bestimmt da was bei gedacht, dass er uns alle so verschieden gemacht hat. Grüß deine Kinder von mir. Mach ich. Ach, Charlotte. Ja. Tschüss. Na ja, muss das Licht aus, Max. So, was haben wir denn heute für einen Tag? 28.07.85. Tine Lamp, ein Junge. Ja, zu Tine hast du doch gesagt, das wird ein Mädchen. Ach, das ist doch gerade der Trick. Wenn das wirklich ein Mädchen wird, dann habe ich das schon richtig vorausgesagt. Und alles ist im Butter, ne? Wird das aber ein Junge und Tine beschwert sich, dann zeige ich ihr das Buch und lass sie lesen, was da schwarz auf weiß und geschrieben steht. Und dann sage ich zu ihr, Tine, du musst dich verhört haben. Wenn ich mal von einem Mädchen gesprochen habe, dann habe ich vielleicht gesagt, ein Mädchen wird es nicht oder so. Guck auf diese Art, da habe ich immer recht, nicht? Charlotte, du machst das aber tun. Na, Max, das ist meine Schuld, dass ich von meiner Oma und von meiner Mutter ihren übersinnlichen Fähigkeiten nichts mitgekriegt habe. Und was muss der Chance noch rauchen, oder? Na, ich weiß nicht recht. So, hier, mit besten Dank zurück. Was ich bei Tine zugesetzt habe, das knopf ich aber schnell und doppelt und dreifach wieder ab. So, pack weg. Ach, Charlotte. Mit dem Artikel 2 Absatz 5 hast du mir schön was eingebrockt. Wieso? Na ja, guck mal. Bis jetzt sind noch immer ein paar Leute zu mir gekommen und haben sich ihre Post abgeholt, ne? In Zukunft muss ich nur Haus für Haus abklappern. Max, mir kommen die Tränen. Ja. Wenn ich wenigstens wüsste, warum ich das alles auf mich nehme. Wenn ich mir sagen könnte, das ist der Preis dafür, dass du eines Tages vielleicht auch noch mal Ja sagst. Och. Darf ich mir denn überhaupt keine Hoffnungen machen, Charlotte? Hoffnung kann ich dir nicht verbieten, Max. Aber ich möchte dich bloß davor bewahren, dass du dir Falsche machst. Guck mal, Charlotte, von meinem Gehalt können wir beide doch gut leben. Du hättest das nicht mehr nötig, andere Leute übers Ohr zu hauen. Ja, und nachher hätten wir dann meine Pension. Du wärst bis an dein Lebensende versorgt. Sogar wenn ich vor dir sterben würde, hättest du noch dein gutes Auskommen als Beamtenwitwe. Was gibt's denn da zu lachen? Beamtenwitwe?
Viertel. Oh Gott, nee. Das ist so komisch, dass ich mir das direkt nochmal überlegen muss. Also kein Nein diesmal, Charlotte. Ich habe Beamtenviertel. Am Ende sogar ein ganz wildes Ja, ja. Komm, Max, mach dich auf die Socken. 112. Yeah. Nimm deine Tasche, komm her. Und wenn du mal jung, mein Erich siehst, dann sag ihm, er soll sich immer wieder bei seiner Mutter sehen lassen. Aber allein, meine Schwiegertochter sabbelt mir zu viel. So. Gut. Charlotte. Na? Sag mal, dieser Mann vorhin, wie hieß der Mann noch? Poppe. Dieser Poppe, was macht der eigentlich? Ja, ich weiß bloß, dass er in Süßwaren macht. Spezialität Negerküsse. Mm. So was machst du? Meist so gern wie dich, Charlotte. Du machst sie wohl nicht? Nee, mich kannst du damit jagen. Tschüss, Max, bis morgen. Tschüss, Charlotte. Hm. Negerküsse. Wir zwei sind für was Reelles, was Roderick? Kaffeemühle, ich komme mit dem Ding nicht zurecht. Ja, Herr Generaldirektor, sowas sollte mit Gefühl machen. Tja, mit Gefühl und Wellenschlag. So. Aber jetzt mal was gesagt. Mit meiner elektrischen geht das ja viel besser. Und die macht auch viel feiner. Das liegt nicht an der Kaffeemühle, das liegt an meinem Daumen, dass ich damit nicht zurechtgekommen bin. Und eine elektrische könnte ich mir zur Not auch noch leisten, wenn ich das wollte. Ey, sag mal, puckert das? Wo? Nein, dein Daumen! Ach so, nee. Also wenn das anfängt zu klopfen, dann musst du zum Doktor. Mein Doktor ist die Natur, Frau Schlappkohl. Ich habe mir frischen Sauerampfer auf die Wunde gelegt. Sauerampfer? Ist gut gegen zu haben, Stuhlgang. Aber, aber bei so einer Verletzung, da kann das schädlich sein. Also ich an der Stelle, ich würde mich ja sogar klein auf die Socken machen, ne? Denn bis zum Doktor hast du dreiviertel Stunde zu laufen und das bei dem Regen da. Wegen so einem kleinen Ratscher laufe ich doch nicht gleich zum Doktor. Ja, so wie du vorhin in der Scheune gebölbt hast, du. Das war der Schock. Aha. Das hatte ich auch gedacht, ich hätte mir den ganzen Daumen abgehackt. Oh, das sieht ja ganz böse aus. Auch das Holzhacken will gelernt sein, Herr Generaldirektor. Ich weiß auch gar nicht, was das soll. Guck mal, in der Scheune ist doch Feuerholz genug, da kommen wir doch drei kalte Winter mit längs. Mir macht das Spaß, ein bisschen an der frischen Luft zu arbeiten, um mal so richtig ins Schweiß zu kommen. Ist gut für die Gesundheit. Ja, ja, die Gesundheit ist unser höchstes Gut. Da kommt es auf ein paar Finger gar nicht an. Ne? Aber hier, jetzt kannst du deinen Kaffee aufgießen. Oder soll ich? Nee, besten Dank, das mache ich schon selber. Ja. Ach, Frau Schlappkohl, mit dem Duzen wollen wir uns noch ein bisschen Zeit lassen, ja? Also ich hab mein Leben lang für den Menschen immer nichts anderes als nur du gesagt. Ja, guck mal, der Mensch, der kommt mit nichts auf die Welt und geht auch mit nichts wieder ab. Warum soll ich denn zwischendurch den einen mit du anreden und anderen mit sie? So muss es. Na ja, schön, dann lass doch auch bitte den Generaldirektor weg. Das bist du aber doch, oder? Das war ich mal. Ha, und was bist denn du? Poppe, ganz einfach Poppe. Mensch wie du und ich, wie sie und ich. Wir wollen das dann nichts vormachen. Der Generaldirektor lässt sie nicht einfach ablegen. Der bleibt an den Backen, solange du lebst. Und das auch gut so. Das stell dir mal vor, die können sich einfach so abstreifen wie die Schlange die Haut. Was blieb denn noch von dir über? Oh. Ja, ja, komm mal hier. Komm hier. Hab was für dich. Trink das mal. Was? Warum? Was ist das denn? Das ist die Spezialmischung von meiner Oma. Gut gegen Wundstarkrampf. Nee, besten Dank, Frau Schlappkohl. Ich habe mir geschworen, keine Medizin mehr anzunehmen. Der menschliche Körper weiß sich am besten selber zu helfen. Ja, das macht. Das hier Intus hat er, weiß das noch besser. Also putz weg. Was ist denn da drin? Das frag lieber nicht. Alkohol? Und nicht so knapp. Da muss ich leider ablehnen. Ich trinke seit Jahr und Tag keinen Alkohol mehr. Auch wegen der Gesundheit? Nein, aus Prinzip. Mit Leuten, die das Prinzip was tun oder nicht tun, habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Also, wie ist das? Nee, vielen Dank, Dankeschön. Schönen Dank. Na denn.
schmeckt nach nix und tut doch Wunder. Meine Oma hat ihr Leben lang jeden Tag ein Glas voll davon getrunken. Weißt du, wie alt die geworden ist? Nein. 99. Alle Achtung. Kurz vor dem 100. Geburtstag, da sagte sie zu uns, Kinders, nehmt mir die Spezialmischung weg, sonst sterbe ich überhaupt nicht mehr. Das haben Sie getan? Ja, das war ja Ihr letzter Wille. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich muss nicht alles für blanke Münze nehmen, was ich dir so erzähle. Manchmal poliere ich die Wahrheit so ein bisschen auf. Aber wolltest du nicht Kaffee kochen? Ja, das wollte ich eigentlich. Aber wenn ich Besuch habe, kann ich ja nicht einfach rausgehen. Das heißt Besuch? Ich bin ja zu Haus. Ich auch, Frau Schlappkohl. Ich auch. Bitte. Wie lange glaubst du, hältst du das hier aus? Frau Schlappkohl, ich habe diesen Hof gekauft und ich will hier auch den Rest meines Lebens zubringen. Mhm. Mit rumgammeln, im Garten sitzen, auf der Wiese liegen, in die Wolken gucken. Sag doch mal ehrlich, wie lange meinst du, hältst du das aus? Solange es mir Spaß macht. Du bist nicht der Typ, der an Nichtstun Spaß hat. Für mich ist das kein Nichtstun, Frau Schlappkohl. Für mich ist das Leben. Erfülltes Leben! Du machst dir was vor, Herr General, der Herr Poppel. Ein erfülltes Leben ist eine fixe Idee. Meinetwegen auch ein schöner Traum. Aber Träume lassen sie nicht einfach in die Wirklichkeit umsetzen. Da gehört ein bisschen mehr zu, wie einen großen Beutel voll Geld und Hof ganz weit ab und so eine Allerweltsphilosophie vom einfachen Leben. Wenn ich dir einen guten Rat geben darf, dann geh nach Haus und träum da weiter. Hier platzt dein Traum wie eine Seifenblase. Frau Schlappkohl, ich kann ja gut verstehen, dass Sie diesen Hof gern wieder für sich allein hätten. Aber, und das schreiben Sie an für alle Male hinter die Ohren, dieser Hof gehört mir. Ich bleib hier, solange es mir passt. Wie du willst. Ich hab das bloß gut gemeint. Danke, Frau Schlappkohl. Das ist noch gar nicht so lange her. Habe ich schon mal so einen Fall erlebt. Auch ein Mann in deinem Alter, der sein Leben umkrempeln wollte. Er kam mit Tatütata in die Klapsmühle. Tatütata ist die Geschichte noch wahr. Guck mal hier. Bei dem Mann, da handelt es sich um eine handfeste Paranoia. So. Du, wenn du dich für Geisteskrankheiten interessierst, hier ist ein Buch. Kannst gerne mal lesen, du, das ist interessant. Sie versuchen das wohl mit allen Mitteln, Frau Schlappkohl. Aber mir können Sie damit keine Angst einjagen. Bei mir ist hier oben alles tipptopp. Noch. Hier, zuerst werden die Pupillen groß. Dann fangen die Augen an zu flimmern. Himmelkreuz, Donnerwetter, sehe ich vielleicht so aus? Nach dem Aussehen kann man ja nicht immer gehen. Dein Negerküssen kann man das von außen auch nicht ansehen, was innen für Schlagermaschinen ist. Beste Frau, ich habe das vom kleinen Bäckermeister zum Unternehmer gebracht und dazu gehören eiserne Nerven. Nerven aus Stahl! Ich würde durchdrehen, das werden Sie nicht erleben. Ich wollte das ja auch bloß gesagt haben. Na ja, schön, haben Sie es gesagt, damit ist das Thema auch erledigt. Basta. Hä? Hinter so einem Satz sage ich immer Basta. So. Mir scheint, es war auch so schon deutlich genug. Na ja, dann will ich mal noch ein bisschen Dudelsack spielen. Oh! Machst du keine Dudelsackmusik? Nee, das Gejaul fällt mir Bunny auf den Wecker. Dudelsackmusik ist das für Menschen, die in sich selber ruhen. Tut mir leid, Herr Generaldirektor. Ich muss jeden Tag eine Stunde lang spielen. Sonst kriege ich Ärger mit Roderick. Wieso? Ist er denn wieder hier? Leibhaftig nie, aber sein Geist, der kommt und kontrolliert, ob ich mein Versprechen auch halt. Sein Geist? Ja. Weißt du, Roderick, der ist anno 72. Sprittendun in einen von den Lochs gefallen. Loch? Die Lochs, das sind die Seen in Schottland oben. Loch Ness. Nessie. Da ist er reingefallen. Leider konnte er nicht schwimmen. Liebe Frau Schlappkohl, mir scheint, wenn sich einer Sorgen um seinen Geisteszustand machen sollte, dann sind Sie das. Warum? Weil ich einen Sinn mehr abgekriegt habe als du? Sie wollen mir doch wohl nicht weismachen, dass ein Mensch, der Geister sieht und ihnen noch was auf dem Dudelsack vorspielt, dass der normal ist.
normal? Wenn das normal ist, wo sich die meisten für halten, dann würde ich das als eine Beleidigung ansehen, wenn einer von mir sagen würde, ich bin normal. Sie haben eine verdammt spitze Zunge, Frau Schlappkohl. Ja, ich kann auch noch anders. Ich auch. Das glaube ich dir gern. Bloß rausschmeißen kannst du mich nicht. Wollen wir das mal drauf ankommen lassen? Ich kann ja mal meine Rechtsabteilung auf diesen Fall ansetzen. Sie haben noch immer meinen Willen gekriegt. Das ist ja eigentlich schade. Er kommt bei dir immer wieder durch, der Generaldirektor. Na, was ist? Soll ich nur gleich meinen Koffer packen? Oder lässt du mir noch ein paar Stunden Zeit? Frau Schlappkohl, ich schieße nicht gern mit Kanonen aufs Batzen, wenn es nicht unbedingt nötig tut. Aber so viel ist doch mal sicher. Wir beiden hier in diesem Haus, das geht auf die Dauer nicht gut. In dem Punkt muss ich dir leider recht geben. Na, sehen Sie wohl. Und darum mache ich Ihnen einen Vorschlag. Aha, du klipperst so den Geldbeutel, ne? Sie haben ja wahrhaftig einen sechsten Sinn. Dafür brauchen Sie aber meine fünf. Frau Schlappkohl, suchen Sie sich irgendwo eine schöne Eigentumswohnung. Meinetwegen sogar ein Haus. Ich bezahle das. Auf Felle und Pfennig. Einen Moment, Marie. Einen Moment. Ich muss schon wohl eine grässliche Person sein, wenn er dann halbes Vermögen für Opfer will, um mich loszuwerden. Und wenn Sie nun gleich Ja sagen, ja, dann komme ich auch für die laufenden Unkosten auf. Was sagen Sie dazu? So viel ist dir das wert? Frau Schlappkohl, ich will hier gern so leben, wie es mir passt. Und daraus kann nun mal nichts werden, solange wir beide unter einem Dach wohnen. Also, so, was halten Sie von meinem Vorschlag? Also, pass auf. Ich habe den größten Teil von meinem Leben zugebracht. Und das ist mir manchmal verdammt sauer geworden, das kannst du mir glauben, ne? Aber ich habe durchgehalten und habe versucht, das Beste daraus zu machen. Und nun bleibe ich hier, auch für den Rest. Oh, Schlappkohl, das heißt doch vernünftig. Oh, was vernünftig? Ich bin mein Leben nicht vernünftig gewesen. Und auf meine alten Tage fange ich auch gar nicht damit an, das zu ändern. Was da? Ach, guck mal. Da kommt einer von deinen Glaubensgenossen. Wieso? Bürgermeister Hermann Schneeklut. Der glaubt auch, dass alle nach seiner Pfeife tanzen müssen, weil er so ein bisschen wie eine Hacken hat wie die anderen, ne? Du, tu mir Gefallen. Na? Geh jetzt in die Küche und gieß deinen Kaffee da auf. Die Sitzung, die dauert hier nicht lange, bloß ein paar Minuten. Können Sie die Sitzung nicht in Ihrer Stube abhalten? Kannst du mich doch nicht aufgeräumt und mal los, tu mir doch den Gefallen. Hier, so, kannst du auch eine schönste Kuchen nachher. Naja, schön. Aber das ist aber auch das letzte Mal. In Zukunft will ich das hier nicht mehr haben. Basta! Ist gut. Ist gut. Ist alles in Ordnung. Und über deine Zukunft, mein Jung, da kriegst du von mir auch noch Bescheid. Basta. Charlotte! Charlotte! Junge, Junge, ist das hier düster. Charlotte! Oh! Tja, Charlotte! Ja, was ist denn? Geht's dir nicht gut? Oder hast du heute wieder deinen Tag des Schweigens? Ich muss dich was fragen, Charlotte. Dringend! In 14 Tagen sind noch Kommunalwahlen. Du weißt, dass ich Schwierigkeiten in meiner eigenen Partei habe. Die Frage ist nun, Charlotte, hörst du mir überhaupt zu? Charlotte! Ach, du bist das Hermann. Ja. Oh, wo kommt das Geld her? Na ja, von mir. Ach so, ja. Vielen Dank, Hermann. Ich habe ja immer gesagt, unser Bürgermeister hat ein Herz für die Armen. Ach, das höre ich gern, Charlotte. Allerdings, schenken wollte ich dir das Geld eigentlich nicht. Nicht. Aber du kannst es gern behalten, wenn du mir sagst, wenn die anderen gegen mich aufhetzt. Ja, es gibt eine Menge Leute, die was gegen dich haben. Ja, das bringt die Politik nun mal so mit sich. Ja, nee,
Diesmal ist die Gefahr an der anderen Ecke. An einem, der ganz in deiner Nähe ist. Der dein Vertrauen hat. Ja, bist du. Bist du sicher, Charlotte? Ich sag bloß, was ich sehe. Ne? Gerd Reimers? Wer denn? Sag mir seinen Namen. Ich muss unbedingt wissen, wer das ist. Namen kriegst du von mir nicht zu hören, das weißt du. Den sag mir das auch eine andere Art. Das war vor 3-4 Tagen. Ja. Vor 3-4 Tagen, da bist du mit ihm auf Yacht gewesen. Ja. Also doch, ich hab's nicht glauben wollen. Bis zu diesem Augenblick hab ich's nicht glauben wollen. Aber nun, wo du das aushast und dessen Swinger Kevin für meinen besten Freund holt. Na, war, der soll mir kennenlernen. Dem zieh ich das Fell über den Ohren, diesen Lump. Hermann! Ja, was ist jetzt noch? Hermann, neulich wolltest du doch wissen, von wem die zwei Stimmen waren, die Grünen bei der letzten Wahl gekriegt haben. Hm? Ja, und? Hast du es rausgekriegt? Die eine Stimme war von dem jungen Lehrer. Ja, das ist mir klar, aber die andere, Charlotte, woher war die andere? My bunny is over the ocean. Nun, erzähl mir nicht, dass... Charlotte, als ich dir den Fernseher geschenkt habe, da hast du mir in die Hand versprochen... Mann, halt doch bloß sofort den Flimmerkasten auf. Ausgerechnet beim Finale mit Boris Becker, da gab es einen Knall und das Ding war ein Moosmörder. Also, du. Und, der, und was ist mit der nächsten Wahl? Da habe ich mir bis jetzt noch keine Gedanken über gemacht, aber vielleicht kannst du mir einen Tipp geben. Ja, was hältst du von einem schönen Stück Schinken? Von einem schönen Stück Schinken? Ja, wenn das nicht zu klein ist. Na ja, dann komme ich morgen noch mal vorbei, ne? Ja. Tschüss, Charlotte. Tschüss, Hermann. Gib rein was! Gib rein was, wenn ich den fest bin! Ja, ich habe was für dich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Geld stinkt nicht, sagte der Bauer. Da hat er seine Eiche für einen Silbertaler verkauft. Das war der Bürgermeister? Ja. Und der glaubt an so einen Blödsinn? Ja, das wird er ja nicht für bezahlen, ne? Aber du glaubst dann nicht an, ne? Nee, für mich ist das Mumpitz. Ich habe mich bisher immer noch auf meinen Verstand verlassen und bin da gut mitgefahren. Ach, Frau Schlappkohl, bei der Gelegenheit, in meiner Stube werden in Zukunft keine spiritistischen Sitzungen mehr abgehalten, ist das klar? Generaldirektor. Mein letztes Wort. Guck mal, für meine Sitzung, da brauche ich das richtige Fluidum. Und das ist nur in dieser Stube. Also ohne dieses richtige Fluidum habe ich keinen Kontakt mit den Geistern. Also nun lag mir das aber. Wer bin ich denn, dass ich mir diesen Blödsinn von Fluidum und Geistern mit anhören muss? Erzählen Sie das ein, dass ich die Hose mit der Kneifzange anziehen muss. Moin! Wollst du nicht Kaffee trinken? Nee, ich muss an die frische Luft, sonst platzt mir doch der Kragen. Wollen Sie was von mir? Nee, dann gehen Sie hinten rum, hier wohne ich. Oh Mann. Was war denn? Auch wir uns doch ein bisschen abgetastet, wie die Boxer sagen, ne? Und? Fliegen gewinnt das an dich. Nee, das sieht nämlich auch gar nicht nach aus. Nee, das ist ein ganz schön harter Brocken, der Herr Generaldirektor. Ah, zum Glück ist er Choleriker. Aber 100%ig. Was ist er? Choleriker. Ein Bullerballer. Und die brauchst bloß ein bisschen zu ärgern und abgeht er wie eine Rakete. Nun trink mal, mein Job. Charlotte. Warum ich überhaupt hierher gekommen bin. Ach, du willst mir doch wohl wieder einen Heiratsantrag machen? Das sowieso. Immer. Max. Na ja, Charlotte, ist ja schon gut. Nee, Charlotte, nee. Eine Frau in so einem flotten Flitzer mit einem HH auf dem Nummernschild. Die hat mich gefragt, ob ich dich kenne und wo du wohnst. Ja, und weiter. Für alle Fälle habe ich ihr erstmal den verkehrten Weg gezeigt. Oh Mann, warum das denn? Na ja, ich habe mir gedacht, ist besser, ich sag dir erstmal Bescheid, dass sie im Anmarsch ist. Sollte mich nämlich sehr wundern, wenn das nicht Poppes Frau ist.
Mensch, Max, du Döskopf, die hab ich doch herbestellt. Ja, die hast du? Hab ich herbestellt? Das ist sie. Oh, dann sag mir doch bloß Max, mal. Guck mal nach, wo Poppy abgeblieben ist. Kann sein, er ist am Bach unten. Und wenn du ihn gefunden hast, dann hältst du ihn den Schlag auf. Los! Was? Ich soll mit ihm, wo er mich so angelacht hat. Nein, Charlotte, das geht gegen meine Beamtenwürde. Spiele doch nicht die beleidigte Leberwurst. Poppy, dass deine Frau ja nicht zu sehen kriegen, verstehst du? Na gut, aber nimmst du den Döskopf zurück? Gewiss doch, mein Schitter. War nicht so gemein. Nee, nee, hier. Geh hinten raus. Los. Charlotte. Ja? Mein Schieder hast du ja noch nie zu mir gesagt. Ich schau ab. Sie will ihn gleich wieder zurück, du. Ja, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Ach, bin ich hier richtig bei Frau Charlotte Schlappe? Kohl. Wie? Kohl. Schlappkohl. Ach ja. Besser ein Schlappenkohl als gar nichts zu beißen, sagt mein Vater. Ja, also hier bist du richtig und ich bin Charlotte. Ach, ich bin Erika Poppe. Sehr angenehm. Fein, dass du gleich gekommen bist. Nimm Platz. Danke. So, dann haben Sie mir also diesen Brief geschrieben. Genau. Ja, und was ist nun mit meinem Mann? Ja, weißt du, ich hab gedacht, dass du gleich gerne mal wissen möchtest, was er hier so treibt. Oder interessiert dich das nicht? Oh, wissen Sie, wenn ich mal verreist bin, dann kümmert er sich auch nicht um mich. So? Ist dir das egal? Na ja, irgendwann wird er mir schon erzählen. Da bin ich gar nicht so sicher. Wenn es nach ihm geht, siehst du ihn so schnell nicht wieder. Vielleicht auch überhaupt nicht. Das. Ihm ist doch wohl nichts passiert. Ach was, nee, nee. Also so schlimm ist es nur auch wieder nicht. Ne? Nein, aber weißt du, er hat sich das in den Kopf gesetzt und will hier den Rest von seinem Leben zubringen. Wie so eine Art Einsiedler. Didi? Mhm. Oh nee, das glaube ich nicht. Ja, da hat er nie mit dir darüber gesprochen, über seinen Traum vom einfachen Leben. Ja, doch, doch. Mhm. Ja, immer wenn er seinen melancholischen hatte. Mhm. Aber darauf habe ich ja nichts gegeben. Ich konnte mir einfach nicht denken, dass er das ernst meint. Du siehst du, wie ernst er das gemeint hat. Ne? Mhm. Oh, tun Sie mir einen Gefallen und holen Sie ihn her. Was willst du ihm denn sagen? Ja, entweder er kommt mit mir einfach so auf der Stelle oder... Ja, mit entweder oder beißt du bei dem auf Granit. Er ist schon immer ein Sturkopf, dein Herr Gemahl. Oh ja, weiß Gott, das ist er. Nee? Oh, da kann ich ein Lied von singen. Mhm. Ja, aber was soll ich denn machen? Haben Sie vielleicht eine Idee? Darum hat dich doch herbestellt, mein Kind. Charlotte. Was ist denn nun los? Hab ich dir nicht gesagt, du sollst dich um Poppy kümmern? Nicht nötig, Charlotte. Der sitzt unten am Bach und angelt. Angelt? Was will er da denn angeln? Da sind doch gar keine Fische mehr drin. Muss man ihm ja nicht auf die Nase binden. Ne? Hallo. Sagen Sie mal, hab ich Sie nicht eben nach dem Weg gefragt? Sie haben mich nach dem Weg gefragt. Ach, wahrscheinlich hat Frau Poppe deinen Zwillingsbruder, Zwillingsbruder Gustav getroffen, nicht? Gustav ist nämlich auch bei der Post. Max und Gustav sind eineiige Zwillinge, musst du wissen, ne? Ja, genau. Wieso eineiig, Charlotte? Das tut direkt weh. Hört mal zu, ihr beiden. Ich habe mir da einen Plan zurechtgelegt. Aber wenn der klappen soll, dann müsst ihr genau das tun, was ich euch sag. Okay? Auf mich kannst du dich verlassen, Charlotte, weißt du doch. Was mit dir? Na ja, ich... Also gut? Na gut. Na gut, das soll ich hier nicht erklären, das erstmal. Uli, nee, jetzt muss ich auch mal dein Auto vom Hof und das machst du. Was, ich? Du nimmst das Auto von Frau Poppe und stellst das in der Garage von der Post ab, klar? Charlotte, ich habe doch gar keinen Führerschein mehr. Oh. Was du nicht mehr hast, kannst du auch nicht mehr loswerden, ne? Komm, gib mir deinen Autoschlüssel. Was? Mein Autoschlüssel? Nein, ich will doch keine Zeit zu verlieren. Komm, jetzt kann dein Auto wieder zu sehen kriegen. Dann kann ich meinen Plan doch gleich wieder begraben. Na ja. So, hier, ab die Post. Oh. Ja. Charlotte, wenn ich dafür nur ins Kaschott komme. Dann besuche ich dich zu Weihnachten. hau ab, den Ochabbel. Ochabbel. Ja, aber was haben Sie denn bloß vor, Frau Schlappkohl? Hör mal schön zu. Also, du bleibst nun erstmal eine Zeit lang hier. Ja, aber ich habe überhaupt nichts mit. Was du brauchst, kriegst du von mir. Ja, was sag ich meinem Mann? Erstmal gar nichts. Ich werde schon dafür sorgen, dass du ihm nicht über den Weg läufst, ne? Mhm. Pass auf, du wohnst da bei mir mit. Das ist so eine kleine Kammer. Und wir den Bett aufstellen, damit wir noch eins. Stube da hinten ist ja, nee, nee, nur erst mal eine Frage, Frau Schlappkohl. Charlotte, für dich Charlotte. Na, also gut, Charlotte.
Warum setzen Sie sich da so für ein, dass mein Mann wieder nach Haus kommt? Ja, weißt du, für zwei Sturköpfe ist in diesem Haus leider kein Platz. Und ich war zuerst hier. So, so. Mit anderen Worten, Sie wollen ihn loswerden. Genau. Ich will ihn loswerden und will sie wiederhaben. Wie das einen besseren Grund hat, einen Strang zu ziehen, soll man selbst, ne? Ich finde, Sie sind eine ganz plitsche Frau, Frau Charlotte. Naja, was nützen uns 2,5 Pfund Grips, wenn wir sie nicht ab und zu mal gebrauchen, ne? Was? Also pass auf, wir gehen in die Küche, trinken eine schöne Tasse Kaffee und dann erkläre ich dir mal meine Idee. Soll mich mal verlangen, was du davon hältst? Oh, für gute Ideen bin ich immer zu haben. Na, was nicht gut ist, soll ich jetzt auch rausstellen, ne? Das heißt, schlechte Ideen habe ich eigentlich noch nie gehabt. Meinetwegen auch das, verdammt nochmal. Können Sie mal 5 Minuten Ihren Sabbel halten? Mein Tag des Schweigens habe ich gestern gehabt. Aber was du da machst, ist wildern und wildern wird bestraft. Auf meinem Grund und Boden kann ich tun und lassen, was ich will. Hast du dir gedacht? Der Hof gehört dir mit zu Hermann Schneeklus Jagdrevier. Und wenn er merkt, dass du hier auf Kaninchen schießt, hat er dich an. Na, das soll er mal versuchen. Dann kriegt er mal einen Prozess an den Hals, der sich gewaschen hat. Den gewinne ich. Bist du was gerammt, dich? Das wird ja immer schlimmer mit dir. Ruhe! Getroffen. Pustekuchen. Das Biest macht sogar noch Menschen. Das soll man auch eine ruhige Hand haben, wenn man sich dauernd ärgern muss. Ach, du musst dich ärgern, Didi. Worüber ärgerst du dich denn? Was? Ach, weil du nichts Besseres mit dir anzufangen weißt, aus deinem Fenster zu sehen und in der Gegend rumzuballern. Hä? Tu was. Mach dich nützlich. Also das Plumpsklo draußen muss notwendig mal sauber gemacht werden. Das sieht er ja aus. Und ich will mir lieber nicht sagen, wie das aussieht. Das interessiert mich nicht. Ja, das kann ich mir denken. Selber sieht es ja auch verdammt schmuddeliger aus, nicht? Frau Schlappkohl, wenn Sie mich nun nicht in Ruhe lassen mit Ihrem ewigen Gedibber, dann weiß ich nicht mehr, was ich tue. Das weißt du nicht. Soll ich mal meine übersinnlichen Fähigkeiten spielen lassen? Augenblick, das kriegen wir gleich hin. Reiß dich zusammen, Dietrich Poppel. Mann, nicht. Ganz ruhig, mein Jung. Ich bin ja bei dir. Ist ein bisschen hell für die Geister. Ich mach mal die Vorhänge zu. Hä? Zieh mal zu, die Vorhänge. Ach so, ja. Ja, also. Totschießen tust du mich jedenfalls nicht. So viel ist klar. Zum Mörder hast du kein Talent. Was ist denn das, Didi? Ja? Du hast eine Tochter. Hast du mir ja gar nichts von erzählt. Ja, warum sollte ich denn auch? Didi, hä? Du bist Opa. Hä? Nee, du bist es schon. Ja, letzten Freitag bist du Opa geworden. Tünkram, Elke ist doch erst im 7. Monat. Ein 7 Monatskind, Didi. Mutter und Tochter sind bestens zu Wege. Was, eine Tochter? Ja, schwarze Haare, blaue Augen. Ich gratuliere auch Opa. Wenn Sie glauben, dass ich das glaube, dann sind Sie schief gewickelt, Frau Schlappkohl. Oh, die schönen Negerküsse. Die ganze Masse Negerküsse. Was damit? Matsch. Quatsch. Nee. Ja. Nee, alles Matsch. Na ja, und? Für sowas haben wir eine Versicherung. Nee, bei dem Geschäft wollte ja dann Herr Sohn die Prämie sparen. Hm. Aber was, das wird dich schon 1,5 Millionen, Didi, ne? 1,5 Millionen? Ja, da kannst du was überlachen, ne? Oh Gott. Was ist denn das? Wo ist denn deine Frau abgeblieben? Hm. Zu Hause ist sie nicht. Naja, da wird sie in einem von unseren Apartments sein. Mabey oder Gran Canaria oder was weiß ich. Nee, da ist sie auch nicht. Sag mal, kann es angehen, dass sie... Dass sie was? Dass sie sich gesagt hat, was mein Didi kann, das kann ich auch? Erika doch nicht. Dafür hat sie den Luxus viel zu gern. Auf jeden Fall ist sie von der Bildfläche verschwunden. Mhm. Ach, du Schreck. Also, noch eine Hiobsbotschaft? Ja, was mag ich gar nicht sagen. Ja, mal raus damit. Sie wissen ja, was ich von Ihren Spökenkram halte. Na ja, deine Verantwortung, nicht? Bitte. Ich
See, ein weißes Zimmer. Alles in weiß. Auch das Gitter vom Fenster. Alles in weiß. An der einen Seite ist eine Pritsche. Auf der Pritsche, da sitzt einer. Die ich mach. Ich muss wetten, das bist du. Was? Ich? Ich im Gefängnis? Das wird ja immer besser, wird das ja. Nee, nee, nee. Nach dem Gefängnis sieht das nicht aus. Nee, eher nach einem. Schluss, du! Ich will nichts mehr von hören. Das ist alles Blödsinn, sowas. Quatsch schon. Geht nicht, die Liebe, das gibt Unglück! Wieso? Da draußen auf mich muss Karnickel rum. Also, wenn das da kein Karnickel ist, will ich Otto heißen. Was war das denn? Tja, das scheint, als wenn du diesmal getroffen hast. Das war doch kein Karnickel, was er geschrien hat. Nee, Otto, das war kein Karnickel. Setz dich mal erstmal auf den Stuhl. Gott sei Dank, du lebst noch. Stell dir mal vor, der Herr Generaldirektor hat dich doch direkt mit dem Karnickel verwechselt. Einen halben Zentimeter tiefer, Charlotte, und ich wäre nur bei den Geistern. Hier, guck dir das an. Da ist die Kugel durchgegangen. Das kann doch gar nicht. Das ist doch gar nicht möglich. Nicht möglich, Herr Poppy, hier. Ist das ein Loch oder ist das keins? Lass mal sehen. Gott, nee, schöne Mütze. Kannst du nicht mehr aufsetzen, Max? Postmützen gibt das viele, aber mich bloß einmal. Wenn ich nur tot wäre, Charlotte. Hättest ein schönes Begräbnis gekriegt. Mit Musik und allen Schikanen. Da hätte ich schon für gesorgt, mein Junge. Oh ja, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Es tut mir leid. Tut mir aufrichtig leid. Danke, Herr Poppel. Wie kann ich das wieder gut machen? Tja, um Schmerzensgeld kommst du nicht rum. Guck mal, wie tief in der Schock in den Knochen sitzt. Wenn das weiter nichts ist. Na, Charlotte, wie hab ich das gemacht? Also, an dir ist direkt im Schauspieler verloren gegangen. Könnt man sehen, was für Talente in mir schlummern. Ah, wisst ihr? Die Mütze kann ich nur wegschmeißen. Auf was? Mach ich hinten auch ein Loch rein, dann gibt es Durchzug. Guck mal, dann kommst du beim Radfahren nicht immer so ins Schwitzen, ne? So, bitte, bitte, Heul. Bitte schön. Bitte sehr. Oh, was hatten Sie an mehr gedacht? Lass mal sehen. Ja, also wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, hättest du mehr berappen müssen. Ne? Aber für Max erlangt er. Das verstehe ich. Das verzieht. Ich bewahre das für dich auf, mein Junge. Besser ist besser. Ne? Hast du was für mich? Für dich nicht, aber für ihn. Ja, damit los. So, du weißt, was du zu tun hast. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich beim besten Willen nicht. Wenn noch was ist, ich bin im Hühnerstall. Ah, mir ist richtig ein bisschen schwiemelig geworden. Mir auch, Herr Heuer. Wollen Sie Lütten nehmen auf den Schreck? Ja, kann vielleicht nicht schaden, ne? Also, ich begreife einfach nicht, wieso ich so vorbeischießen konnte, Heuer. Ich hatte das Karnickel doch genau im Visier. Vielleicht schießt das Gewehr um die Ecken. So was soll das geben? Nee, das Gewehr ist in Ordnung. Ich habe da gestern noch mit auf die Scheibe geschossen. Bei 10 Schuss, 7-mal eine Schwarze. Alle Achtung. Ja. Na denn, Weidmanns Heil. Ja, Weidmanns Dank. Ach, mal was anderes, Herr Heuer. Charlotte ist in Hühnerstall. Ah ja. Was halten Sie eigentlich von Frau Schlappkohls übersinnliche Fähigkeiten? Ziemlich viel. Und Sie? Gar nichts. Ich kenne Charlotte nur mehr als 30 Jahre. Ich habe das noch nicht einmal erlebt, dass sie sich geirrt hat. Trotzdem glaube ich, dass nicht sowas gibt, das gar nicht. Wer sagt das? Sagt mir mein Verstand. Ihr Verstand? Ja. So, so. Was soll das heißen? Ach, nix davon. Nee, komm nur mal raus mit der Sprache. Wieso? Ich hab doch bloß so gesagt. Ja, aber auf eine ganz wenige Art. Und darum will ich nur wissen, wie Sie das gemeint haben. Ich muss nun weiter. Nee, mein Junge, so kommen Sie mir hier nicht weg. Herr. Lassen Sie mich los. Komm, wir helfen den Namen. Sie treiben sich an Beamten. Oh, steht doch der Beamten. Stiri. Was bist du denn? Ach, ich habe hier eine Gegend zu tun, und da dachte ich... Dein Glück, dich hätte ich am steifen Arm verhungern lassen. Für eine Beamtenbeleidigung lang das auch so, Herr Poppel. Zisch ab, wir sprechen uns noch. Vorsicht, der Mann ist ein Kleriker. Was war denn? Oh, nichts. Eine kleine Meinungsverschiedenheit. Komm, setz dich doch. Danke. Nee, kann nicht, dann nicht. Aber setz dich da mal hin. Ja, was nun? Setz dich da ruhig hin.
Kleriker. Kleriker. Wie geht's dir denn so, Didi? Ja, prima. Ganz wunderbar. Wirklich? Ja, ja, können wir gar nicht besser gehen. Na, das freut mich. Willst du auch einen Schnaps? Nee, danke. Na, nicht das, was du denkst, nicht? Ich denke überhaupt nichts. Franz, was gibt's denn Neues? Tja, hast du denn gar nichts von zu Hause gehört? Nee, nee. Auch nicht, dass Elke ein Baby gekriegt hat? Sag das doch mal. Elke, deine Tochter Elke, die hat Freitag eine Lütte Deeren gekriegt. Ist ein bisschen zu früh gekommen, aber alles gut abgelaufen. Du, eine ganz niedliche kleine Puppe ist das. Du, die hat schwarze Haare und blaue Augen. Ach ja, dann weißt du schon. Naja, bloß so. Sonst noch was? Nee, das war's eigentlich. Die Firma, alles in Ordnung? Ja, so viel wie ich weiß. Na bitte. Fehlanzeige, Frau Schlappohl. Was hast du? Oh, nix, 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 nix. Hans Heinrich hat alles fest im Griff, was? Er macht sich. Ja, wenn mal was schief läuft, Gott, du weißt ja, wie es im Geschäftsleben zugeht. Sicher, sicher. Wenn mal was schief läuft. Ist da was schief gelaufen? Ach. Nee, komm, 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 das will ich nur wissen. Ja, warum denn, Didi? Das geht dich ja alles nichts mehr an. Was ist denn das? Mein Herr Sohn schreibt bei ihm 1,5 Millionen in die Chance und mich soll das nicht angehen? Ja, nun sag mal. Stimmt das mit den 1,5 Millionen? Ja, was fragst du mich, wenn du das schon weißt? Das will ich von dir hören. Ihm ist eine ganze Schiffsladung Negerküsse verdorben. Und die waren nicht versichert. Mann, Moment mal, ich habe das bloß verdient, dass ich so einen Döskopf zum Söhnen habe. Und du, du bist mir vielleicht ein feiner Freund, sagst mir, zu Hause ist alles in Ordnung. Ich wollte dich da nicht mit belasten, Didi. Konnte ja nicht ahnen, dass du schon genau Bescheid weißt. Alles gut, Franz, alles gut. Habt ihr was von Erika gehört? Ja, das weiß er also auch. Nee, bis jetzt hat sich noch nicht gemeldet. Ich werd doch verrückt, werde ich doch. Didi, nun nimm das doch nicht so schwer, ne? Hans Heinrich lässt Erika von einem tüchtigen Privatdetektiv suchen. Franz, ja? Sieh mich mal an. Ja, und? Fällt dir was auf? Hab ich mich irgendwie verändert? Nee, das heißt... Also doch! Ja, du siehst ein bisschen angegriffen aus. Angegriffen? Ja, das kann aber auch an dem Bartstoppeln liegen. Mal ehrlich, Franz, sehe ich so aus wie einer, der jeden Augenblick überschnappen könnte. Wie kommst du denn da auf? Sag mal, sind meine Pupillen zu groß? Hab ich schon Flimmern in den Augen? Hm? Ich sehe nichts. Sag die Wahrheit, Franz. Das ist die Wahrheit, Didi. Ja, ein Trost, Lies, ein Trost. Ja, aber vielleicht ist es wirklich besser, wenn du zumindest für eine Zeit lang... Wenn ich was, was? Du wirst zu Hause gebraucht, Didi. Hat Hans Heinrich dich geschickt? Oh, du kennst ihn doch. Hans Heinrich, der wird doch nie nicht zugeben, dass er ohne dich nicht zurechtkommt. Ja, du, den Dickkopf hat er von mir. Ja. Aber das muss machen und gehen, wie es will. Das muss er selber in Ordnung bringen. Ich bleibe hier. Oh, überleg doch mal, Didi. Nee, den Gefallen, den tue ich hier nicht. Hier, wen? Na, dieser Spökkinger... Von Anfang an gesagt, dass ich das hier nicht aushalten werde, aber in diesem Punkt soll sie nicht recht behalten, soll sie nicht. Naja, wie du meinst, nicht? Tja, ich hab zu tun, nicht? Lass es gut gehen, Didi, nicht? Und mach dir mal keine Sorgen, nicht? Zuletzt bin ich ja auch noch da, nicht? Danke, Herr Franz. Ja, da nicht für, nicht? Oh, Mann. Ah. Nee, lieber nicht. Vielleicht schießt das Ding wirklich um die Ecken. Schwarze Haare und blaue Augen. Zu nüdelig ist doch das Gehör. So. Erika! Erika! Eri! Erika! Eri! Oh, ist Herr Redwe schon weg? Mitnehmen, aber den kann ja nur Max mit in den Dorf nehmen. Ne? Ach, sag mal, hast du schon Kaffee getrunken? Ob du schon Kaffee getrunken hast, Didi? Willst du eine Tasse abhaben? Ich hab grad welchen gekocht. Sag mal, hast du heute einen Tag des Schweigens? Erika! So, hier. Da ist Kaffee. Den trinkt man schon. Ach, ich hab die Sahne vergessen. Schied auf der Sahne. Ah, so. So, dann haben wir wohl alles, ne? Wünsch dir guten Appetit, Didi. Oh, pass doch auf, du gehst doch alles vorbei. Ich hol schnell ein Wischtuch. Erika! Ich weiß nicht, immer noch Charlotte, ne? Ich
darf ich Sie mal anfassen? Der fragt sich bloß wo. Nee, nee, komm, setz dich mal lieber mal schön hin. Du zitterst ja schon am ganzen Leib. Komm mal her, was hast du denn? Aber kennst du mich denn gar nicht mehr? Ich bin doch Charlotte. Charlotte mit der Dudelsack. Ja, ich weiß, aber ich könnte beschwören, dass Sie sich gerade eben hier vor meinen Augen in meine Frau verwandelt haben. Oh, nee, ist das wahr? Du war ich Otto heiße. Dietrich. Was? Du hast Dietrich, die Dietrich Poppe. Ja, ich weiß. Die Dietrich Poppe. Fängt das so an, Frau Schlappkohl? Ja, ich glaube, das ist ein fortgeschrittenes Stadium. Ne? Aber komm, du trinkst mal lieber erstmal Kaffee. Das tut dir bestimmt gut. Ja, danke schön. Soll Max den Doktor holen? Nee, bloß nicht der Erika! Nee, Charlotte, ich heiße Charlotte, Didi. Ja, aber du, sie haben sich ja schon wieder in Erika verwandelt. Oh, arme Mann. Ja, wahrhaftig, sie fühlen sich genauso an wie meine Frau. Das weiß er noch. Ich will doch mal sehen, wo Max bleibt. Doktor, komm mir nicht ins Haus, Erika. Max! Oh, Max, komm Sie mal eben. Ja, keine Angst, mein Junge. Max hat mal den Erste-Hilfe-Kursus mitgemacht. Vielleicht brauchen wir den Doktor gar nicht. Ja. Rein, mach immer rein. Was hat er denn, du? Nee, leider nicht. Da eben war es so, Frau Schlappskohl, ist es wieder meine Frau. Was meint er denn? Oh Mensch, dreh dich um. Gucken Sie sich die Frau an. Gucken Sie sich die Frau genau an. Ist das Frau Schlappskohl? Ja. Gewiss ist sie das, Herr Pfarrer. Nee, ist es nicht. Das ist meine Frau. Ist das... Was? Nun wird der Hund in der Pfanne verrückt. Ihr habt hinter meinem Rücken geheiratet. Ach, dummes Zeug. Und ich sage es nochmal. Das ist meine Frau. Das ist die Frau, die ich vor mehr als 30 Jahren geheiratet habe. Charlotte, was muss ich hören? Nun dreht er auch noch durch. Was ist das? Sie wollen Charlotte vor mehr als 30 Jahren geheiratet haben? Charlotte doch nicht, die andere meine ich doch. Ja, welche andere denn? Erika, meine Frau Erika. Du begreifst mich überhaupt nichts mehr. Komm mal, Jungputz, weg, denn siehst du klar. Mir auch ein, bitte. Nee, in dein Zustand ist Alkohol Gift, die. Schlimmer als er ist, kann er schon nicht mehr werden. Ich hab dir das ja immer gesagt. Das Rumgammeln, das schlägt auf den Geist. Das ist der Anfang. Ein paar Tage weiter weißt du nicht mehr, wohin du selber bist, du. Also pass mal auf. Ein Mann wie du, der muss doch Menschen um sich haben. Der braucht Trubel und Stress, wenn er bei Verstand bleiben will. Glaub mir das, Didi. Ja. Sie wollen sich 50 Mark verdienen. Herr Pappe, Sie wissen ganz genau, dass ich als Beamter kein Geld annehmen darf. Und nichts zwei sehen noch in deiner schmoren Brust, ne? Das ist ja mein Schicksal. Also? Bitte schön, Herr Heuer. Rufen Sie meinen Sohn an, er soll mich von hier abholen. Ich muss weg von hier, so schnell wie möglich. Sonst lande ich verhaftet wie nur in einer Klapsmühle. Das ist seine Nummer. Mal los mit Zubeschreiben. Max, ich glaube, den Weg kannst du dir sparen. Ist vielleicht ein bisschen hell für die Geister, aber ich muss es mal versuchen. Vielleicht... Ja. Ich sehe ein Auto die Straße raufkommen. Ein Auto mit Haha auf dem Nummernschild. Grüßt euch das auf dem Hof zu, hält an, die Tür geht auf. Eine Dame ist ausgestiegen. Nun stöckelt sie auf das Haus zu, kommt über die Diele, auf die Tür zu, klopft an. Herein! Ach, guten Tag! Erika, bist du das auch wirklich? Oh, Didi, mein Didi, du, sehe ich aus wie ein Geist? Ach, guten Tag. Guten Tag. Erika Poppel ist mein Name. Angenehm, Charlotte Schlappkohl. Erika, du kommst im rechten Augenblick. Komm mit, wir müssen weg von hier, schnell. Ja, und was wäre aus dem Hof? Den können Sie geschenkt haben, Leo. Geschenkt? Ich werde verrückt. Hat er das ernst gemacht? Ich glaube, ja. Und obendrein haben Sie ja zwei Zeugen. Los, Erika! Was komm, ist mir entflutscht. Oh, ja, ich komme ja. Ja. Tschüss, Charlotte. Und vielen Dank auch. Da nicht für. Hast deine Rolle gut gespielt. Ja, bei der Regie. Komm mal los, mal zu schnell. Ich krieg mal bei der Inn. Nee, Frau Schlappkohl. Mich sehen Sie hier nicht wieder. Also, tschüss, Charlotte. Tschüss. Ne? Tschüss, Max. Und tschüss, hier. Mann, Charlotte, ich muss ihm doch die 50 Mark wiedergeben. Mensch,
Max, du Döskopf. Aus dir wird nie ein Minister. Gehört nur mir. Mir ganz allein. Ach, Max. So, denn gratuliere ich dir auch vielmals, Charlotte. Ich danke auch schön, Max. Meine Hoffnung kann ich nun ja wohl ein für alle Mal begraben, ne? Ein für alle Mal. Naja, Hofbesitzerin und Briefträger, das passt ja auch nicht zusammen. Wir passen nicht zusammen. Aber lass uns gute Freunde bleiben. Versprichst du mir das? Ja, Charlotte, verspreche ich dir. Max. In einer Art ja schade. Und ich wäre so gern Beamtenwitwe geworden.